Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir kommen gerade vom Tanken und jetzt wollen wir mal sagen, wie könnt ihr euch vor der Dieselpest eigentlich schützen und wann geht's los? Nach dem Intro. Ja, für uns geht's mal wieder los. Kein Reisevlog in dem Sinne, obwohl wir ein Wochenende verbringen wollen. Autobahn ist auch ganz schön voll, deshalb erwartet jetzt nicht, dass Stefan gerade in dem Moment viel redet, weil er muss sich hier echt konzentrieren auf der A2. Und ja, wie gesagt, ihr habt lange gefragt, wie kann man so eine Dieselpest, die uns ja knappe 20.000 Euro im Endeffekt jetzt gekostet hat, vermeiden. Dazu fahren wir jetzt nach Celle zum Badeland, weil ihr müsst sehr viel Salz in euren Tank machen, auch bitte auf keinen Fall machen. Und wir fahren da jetzt hin, genießen das ein bisschen und da werden wir euch auf jeden Fall sagen, welche Mittel es gibt, welche coolen Deals ihr abschließen könnt. Und für euch, es ist alles selbst bezahlt. Es wird Werbung sein, weil wir Produkte natürlich vorstellen, aber alles selbst bezahlt. Wieso, weshalb, warum, das sagen wir euch, wenn es denn soweit ist. Und vielleicht regnet es dann auch nicht so doll, wie es jetzt mal gerade wieder regnet. Nachdem wir in Celle angekommen sind und ein Schneegestöber hatten, also aus Regen wurde Schnee, obwohl es eigentlich ganz schön aussieht, denke ich mal, geht es so langsam los. Stefan wird euch natürlich erstmal nochmal erklären, was ist überhaupt diese Dieselpest, diese Schlamm, ne? Weil wir werden immer wieder angesprochen, wir wussten davon nichts, weil wir wussten davon auch nichts. Genau. Und dann werden wir natürlich in diesem Video endlich sagen, was lässt sich dagegen tun? Also wie könnt ihr sowas vorbeugen, wenn alles klappt? Seht ihr eine Sprungmarke, also dass wir das irgendwie technisch hinbekommen, oder ihr seht eingeblendet, zu wann das dann da ist. Genau, ja. Weil viele interessiert ja nicht unbedingt, wie was eine Dieselpest ist. Ich will es aber trotzdem ausführlich nochmal einmal kurz erklären. Und für viele ist das jetzt das Wichtige, wie lässt sich das verhindern, was kann man dagegen machen. Genau, und deshalb erklären wir jetzt als erstes nochmal, was ist dieses Dieselpest und wie entsteht es und das ganze Zeug. Das sagt euch Stefan. Jetzt. Ja, was ist eigentlich Dieselpest? Wir werden euch immer noch mal ein paar Bilder dazu einblenden, wie das Ganze auch aussieht. Die Dieselpest selber entstehen, oder im Diesel entstehen halt Bakterien, Hefe und Pilze, die sich absetzen. Der Diesel selber kann auch sehr trüb und milchig werden. Und dieses ist die Ursache dafür, dass wir mittlerweile einen sehr hohen Anteil an Bio-Sprit dort mit drin haben, nämlich den sogenannten Biodieselanteil, der bis zu 7% sein kann. So sagt das die Norm. Und dieser Anteil des Bio-Anteils, das kann halt dazu führen, dass der Diesel sich zersetzt. In der Regel passiert dieses natürlich nur, wenn man ein Fahrzeug sozusagen eine längere Zeit abstellt, das sei es Motoren, also sei es hier halt die Wohnmobile, die halt vielleicht eine Winterpause haben, als vielleicht auch Boote, die eine Winterpause haben, da passiert das hauptsächlich, aber es kann sich natürlich auch in den Tanks der Tankstelle bilden, wenn ein Tank vielleicht nicht so sauber ist, wie er sein sollte, wie das vielleicht nach der Norm sein sollte. Und das ist im Prinzip einfach eine Dieselpest, die halt einen unreinen Kraftstoff hat, womit der Filter verstopft und nicht mehr klarkommt und halt dementsprechend es weiter in das System geht. Kommen wir noch kurz zum Ergebnis, was passiert, wenn man die Dieselpest hat und was passiert, wenn man die Motoren dann weiter betreibt. Es ist einfach so, dass halt dabei eine Verstopfung entstehen kann. Ich habe schon gerade gesagt, dass der Filter sich natürlich verstopft. Aber wenn irgendwann der Filter natürlich voll ist, dann geht das weiter direkt in die Einspritzdüsen und in die Hochdrucksysteme. Und diese Hochdrucksysteme von gerade den Euro 6D Temp-Motoren oder halt neuer, die sind so empfindlich, dass dabei die Einspritzdüsen verstopfen können und sogar noch weitere Schäden entstehen können.
Im Optimalfall ist nur das Dieselsystem betroffen. Hier bei uns war es natürlich nicht der Fall so, sondern es ist leider zu einer echt schlechten Verbrennung gekommen und dadurch sind natürlich auch sogar der Dieselpartikelfilter geschmolzen. Also solche Schäden können auch entstehen, eher selten, aber es gibt halt solche Fälle, wie es bei uns so gewesen ist, die das System halt dann richtig zerstören können. So entsteht also Dieselpest, Dieselschlamm, also wirklich etwas, was uns völlig aus der Bahn geworfen hat, weil wir kannten das nicht. Wir hören es immer wieder und egal, ob von Campern oder von anderen lieben Mit-Community-Leuten, in Booten gang und gäbe. Ja, passiert das sehr oft sogar. Mhm. Auch bei normalen Fahrzeugen passiert das so wie wir. Und ja, da möchte ich darauf hinweisen, liebe Kfz-Mechaniker, die dieses Video schauen, auch unsere Kfz-Mechaniker sagen es auch, das ist eigentlich ein Novum, das, was bei uns in den Riesenschaden gegangen ist. Also ein 10.000 Euro Schaden, der kann schneller passieren als dieser 32.000 Euro Schaden. Aber es ist auch nicht auszuschließen. Es ist nicht auszuschließen. Genau. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt wirklich zu dem Punkt kommen, was lässt sich tun. Da, ganz wichtig für euch von vornherein, wir erzählen unsere Erfahrung. Wir hätten gerne einen Ansprechpartner von Liqui-Moly hier dazu gehabt, genau. Damit wir das zusammen machen können. Leider besteht aus organisatorischen Gründen kein Interesse, deshalb können wir euch dort nicht weiterhelfen. Deshalb hat das auch so lange gedauert, bis dieses Video kommt, weil wir natürlich versucht hatten, uns mit anderen Leuten zu connecten. Das hat leider nicht geklappt. Aber wir wissen, was wir tun wollen. Und ob ihr derselben Meinung da seid oder sagt, nee, das muss man alles nicht machen, das ist alles Humbug. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Genau. Wir weisen jetzt darauf hin, was man tun kann. Und das nach bestem Wissen und Gewissen. Stefan hat sich da wirklich stark eingelesen. Ja. Und sicherheitshalber blendest du, das ist ganz wichtig, jetzt hier Werbung selbst bezahlt ein, weil wir genau. werden hier Produkte vorstellen, Sachen, was man machen kann, damit ihr auf jeden Fall erleichterter an einer Tankstelle fahren könnt, so wie wir es jetzt auch wieder tun. Richtig. Also, kommt die große Frage, was lässt sich tun? Und das erzählt euch Stefan. Natürlich können wir hier keine Haftung für übernehmen, das sage ich gleich vorweg. Ich kann euch erzählen, wie wir das jetzt umsetzen. Und ja, ich habe so ein bisschen ein paar Sachen mir aufgeschrieben, deswegen lese ich natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen was ab. Es ist so, dass wir erstmal versuchen, je weniger Bioanteil wir im Kraftstoff haben oder im Kraftstoffsystem bekommen, umso besser ist das. Das bedeutet, wir versuchen, die teureren Kraftstoffe zu tanken, nämlich die Kraftstoffe, die bei der Shell-Tankstelle oder der Aral-Tankstelle es gibt. Shell ist das V-Power-Diesel und bei der Aral-Tankstelle ist das Ultimate. Das beinhaltet zwar nach der Norm E590 7% darf der Anteil des Biodiesels sein. Laut den Angaben und den Produktdatenblättern von diesen Tankstellen, also des Ultimates und des V-Power, sollen dort keine Anteile drin sein. Bei V-Power, also bei der Shell-Tankstelle, ist ein sogenannter Gas-to-Fuel im Prinzip drin. Also das heißt, aus Gas 5% sollen das sein, erzeugtes Liquid, also im Prinzip Diesel, der daraus erzeugt wird. Und dieses versuchen wir erstmal zu tanken. Somit haben wir einen größeren Anteil des Bio-Anteils von dem Diesel, der im normalen Diesel drin ist, erstmal gar nicht erst im Tank. So, wenn ihr aber dennoch normalen Diesel tankt, ist das natürlich auch kein Problem, weil man hat ja auch im Ausland gar nicht die Möglichkeit, so solche Mittel halt oder solches Diesel zu tanken. Da werden wir auch natürlich weiterhin normalen Dieselkraftstoff tanken. Wir werden aber versuchen, dort gewisse Additive dabei zu bringen. So, wir haben zwei Stück, die wir im Prinzip uns erkundigt haben. Einmal gibt es ein Additiv für Bakterien. Also das ist wirklich das Zeug, wenn ihr sogar Dieselpest habt. Oder, dann kann man nämlich eine Intensivkur machen. Wir werden euch gleich nochmal erzählen, wie man das dann, das Mischverhältnis, also was hier draufsteht, nutzen muss. Oder halt, wenn ihr das Fahrzeug zum Beispiel auch abstellt für eine längere Zeit, also das heißt über den Winter,
3, 4 Monate, 2 Monate, wie auch immer, kann man dieses hier als Vorbeugung dazugeben. In geringerer Dosis, so dass sich gar nicht erst diese Dieselpest halt bildet oder beziehungsweise diese Zersetzung des Diesels. Wenn wir allerdings im Ausland tanken, werden wir ein ganz normales Dieseladditiv nehmen. Dieses ist auch dafür gut, um mal Verkokungen loszuwerden. Also das ist halt das Zeug, wenn man halt dementsprechend sowieso schon einen unrunden Lauf hat, kann man das dann mal auch dazugeben. Das würde auch funktionieren. Allerdings muss ich eins dazu sagen, alles, diese ganzen Additive geben wir nicht bei Shell oder bei Aral Sprit dazu, also das heißt das Ultimate und das V-Power, denn dort sind schon Additive dazugemischt. Also eine Doppelmischung macht keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich im Endeffekt sowieso eher kontraproduktiv, wenn man dafür zu viel dazu gibt. Ich würde immer auf die Dosierungsmenge natürlich achten, wenn ihr diese Mittel dazu gibt, als auch halt bei diesen Tankstellen ist das da nicht unbedingt notwendig. Natürlich gibt es nicht nur Aral und auch Shell. Es gibt es bei Total, dieses Excellence. Es gibt es auch bei Esso. Es gibt es, also da müsst ihr bloß einfach drauf gucken, was gibt es da für Premium. Wir haben uns jetzt auf Aral und Shell einfach mal mehr reingelesen, weil die genau in Deutschland den größten Markt einfach haben. Die Datenblätter habe ich mir halt von denen durchgeguckt. Von den anderen kann ich euch das nicht sagen. Genau, da das müsst ihr bitte gleich explizit dann da auf den Seiten gehen und euch das durchlesen. Und nochmal, wir sind jetzt nicht schuld, dass die Gaspreise hochgehen, weil wir jetzt andauernd Repower tanken. Dass da jetzt Gas drin ist, dafür gönnen wir nichts. Ja, aber wir haben das bei Shell, oder wir tanken hauptsächlich bei Shell, weil wir einen V-Power Shell-Deal abgeschlossen haben. Dazu kommen wir gleich noch. Genau. Weil es liegt einfach bei uns am nächsten dran. Die Tanke ist wirklich immer, wenn wir von Hannover oder die Ecken kommen, es ist genau unsere Abfahrt, da ist diese Tankstelle. Und das ist keine Autobahntankstelle im normalen Sinne, sondern sie ist schon relativ günstig. Es hat noch mal ein bisschen mehr was mit Dieselpest zu tun. Wir waren auf der CMT, wir haben mit einem der größten Heizungsbauer im Wohnmobilbereich gesprochen, sprich mit Truma. Genau. Da gibt es auch noch ein, zwei Sachen zu bedenken. Und auch gibt es noch Informationen für Fahrzeuge, die der PSA-Gruppe angehören. Denn das hören wir ja andauernd immer wieder. Mhm. Ja, das ist doch Schwachsinn. Tausende von Fahrzeuge laufen doch da. Ja, tatsächlich gibt es Fahrzeuge, die können B30, also 30%igen Anteil von Biodiesel tanken. Da gibt es nämlich Besonderheiten. Das erzählen wir euch gleich auch auf jeden Fall nochmal, welche Besonderheiten es nämlich dazu gibt. Also ihr merkt, das ist ein sehr großes Thema. Wir waren erschlagen, nach den Kosten und oh Gott, was passiert denn noch alles? Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Deshalb wundert euch nicht, warum das Video auch vielleicht wieder in die Länge geht. Das ist nicht, weil wir so viel zu quatschen haben wollen, sondern es ist viel Informationsbedarf zu geben. So, und jetzt ist für euch nochmal wichtig, Wintercamping in ganz klassischem Sinne. Genau. Weil viele stellen den Fahrzeug ab, da müsst ihr vielleicht noch was dazu bedenken. Also ich würde auch definitiv dieses Dieseladditiv, also das Zeug hier mit reinmachen. Das ist auf jeden Fall, wird euch das gut tun. Genau, und zwar in der Mischung, da wollte ich eben nochmal kurz nachgucken. 1:1000, das ist nämlich im Prinzip der ganz normale Konservierungssystem. Und wenn ihr eine hohe Dosierung haben müsstet, wäre das 1:200. Also man merkt halt schon da den Unterschied. Also wenn ihr die Dieselpest drin habt, 1:200. Wenn ihr die nicht drin habt und das einfach als Konservierung, ist es 1:1000. Und es ist noch was ganz wichtig zu beachten, wenn ihr das Fahrzeug abstellt, dann versucht so wenig Luft wie möglich im Tank zu haben. Das heißt, tankt den Wagen voll. Je weniger Luft, umso weniger Zersetzung im System. Also idealerweise bitte nicht im August schon euer Fahrzeug festmachen. Denn ihr wisst, es gibt Sommerdiesel, es gibt Winterdiesel. Also idealerweise überwintert ihr euer Auto mit Winterdiesel. Richtig. Weil das hat was mit Temperaturen, damit nicht alles so zu tun. Richtig, dann kann der Diesel nicht so schnell einfrieren. Wichtig, auf der Rückseite da steht alle wichtigen Informationen. Wir können euch jetzt nicht alles hier vorbeten. Ich weiß, dass ihr lesen könnt, deshalb da steht es hinten drauf. Die beiden Produkte, die wir auch benutzen, findet ihr in der Infobox natürlich. Ihr könnt die über unseren Link natürlich auch beziehen, logischerweise. Genau, damit könnt ihr uns auch was Gutes tun. Wie gesagt, Liquid Molly hat da keinen Bedarf. Wir rennen auch dann hinterher, wir wollen es auch so nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr das haben wollt,
Die Links sind in der Videobeschreibung. Genau, und wir haben uns für Liquid Molly entschieden. Das ist ein deutsches Unternehmen. Wir aus Ulm. Wollen die dementsprechend unterstützen. Sie stellen ihre Produkte auch hier in Deutschland her. Also das heißt, dass wir auch Arbeitsplätze sichern. Und das finde ich halt persönlich auch nochmal ganz wertvoll dabei. So, und jetzt nochmal zu Spezialeinheiten in der PSA-Gruppe. Das erzähle ich euch jetzt nochmal kurz und knapp. Zum Thema PSA-Gruppe werden wir jetzt einen großen Keil in diese Gruppe packen, also sprich nach Stellantis, denn da müssen wir wirklich trennen zwischen Fiat Ducato auf der einen Seite und Citroën Jumper, Peugeot Boxer auf der anderen Seite. Ob der Opel davon betroffen ist, können wir nicht sagen. Wir wissen noch nicht, gerade aktuell nicht mal, wie der Name heißt. Aber wir können zusagen, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, da gibt es eine Besonderheit. Und auch im Ducato 7. Also es geht jetzt um den Ducato 7. Denn der Ducato 7 hat einen anderen Motor als die Boxer und die Jumper-Fahrzeuge. So, man muss sagen, dass die Jumper und die Boxer-Fahrzeuge haben den 2,2 Liter Motor. Und dort ist auch ein anderes System verbaut. Ihr habt nämlich dort die Möglichkeit, bis zu 30% Biodiesel zu tanken. Da steht in der Tankklappe drin eine Kennzeichnung mit B30. Und bei Fiat-Fahrzeugen steht nur B7. Das heißt, die Fiat-Fahrzeuge dürfen nur B7 haben. Die Jumper- und Boxer-Fahrzeuge dürfen B30 haben. Wenn die B30 haben dürfen, ist nämlich unter dem Fahrzeug, und zwar unter dem Fahrersitz von außen. Wir blenden euch da mal ein Foto ein, dank TCL, nämlich Travel Camping Living von Kai. Also Kai von Travel Camping Living, so wollte ich sagen. Habe ich einfach mal ein Foto davon gemacht. Der hat nämlich unter sein Fahrzeug drunter geguckt. Und die Fahrzeuge haben einen extra Tank darunter. Dort ist ein Additiv. Dieses Additiv ist eigentlich in erster Linie dafür da, um den Dieselpartikelfilter dementsprechend wieder zu generieren, zu säubern, aber er sorgt auch dafür, dass der Bio-Anteil im Diesel nicht gleich so, ich sag mal, umkippt. Und zwar spritzt der dort ein sogenanntes, was heißt Wachs. Das? Wachs dazu. Und zwar alle 60 Kilometer. Genau, alle 60 Kilometer. Das merkt ihr gar nicht und ihr werdet so ungefähr bei 100.000 Kilometern von diesem Fahrzeug eine Störmeldung kriegen, wenn es nicht beim Service aufgefüllt wird, dieses Wachs. Und zwar wird dort dann stehen, Motor kontrollieren lassen. Da wird dieses Wachs aufgefüllt. Das wissen sehr, sehr wenige, dass sie so einen Tank darunter haben. Aber diese Fahrzeuge haben halt tatsächlich diesen Tank darunter, um dementsprechend die Haltbarkeit des Diesels ein bisschen besser zu machen. Dort ist halt die Frage, ob man dann ein Additiv noch zusätzlich dazugeben müsste oder nicht. Also ich persönlich würde es wahrscheinlich erstmal nicht machen. Ich würde lieber darauf versuchen, so wenig wie möglich an Bio-Diesel beizumischen, also Bio-Diesel zu tanken, also sprich diesen Premium-Diesel eher zu tanken. Da würde ich wahrscheinlich drauf achten. Bei dem Fiat-System wird auf jeden Fall nichts dazu gegeben und da ist es auf jeden Fall darauf zu achten, für mich darauf zu achten, dass ich da aufpasse, dass ich keinen Biodieselanteil da drinne habe oder so wenig wie möglich. Und wenn ich das habe, dann versuche ich mit Additiven das dementsprechend ein bisschen haltbarer zu gelangen, um dass wir nicht wieder so eine hohe Rechnung mit Schaden bekommen. Jetzt gibt's natürlich, wobei allem Positiven was ist, aber auch was Negatives. Genau. Denn wir können eigentlich nur jedem anraten, alles was so 2020 bis 2023, wir können nicht sagen, wie lange das vorherrscht, solche Probleme. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt und da ist so ein Tank drunter, guckt einfach mal runter und seht, da ist so ein Tank dabei, dann solltet ihr lieber eine Gasheizung haben. Denn dieses Additiv, dieser Wachs, der dort eingespielt wird in den Motorgeschönster. In den Kraftstoff selber, ja, wird der eingespritzt. In das Gebabbel da. Ist nicht gut für die Truma-Heizung, also die Truma-Diesel-Heizung. Genau. Da sind wohl in den letzten paar Monaten einige Störungen gewesen. Und du erkennst es draußen nur, weil da solche kleinen roten Pünktchen an diesem Gitter dran sind. Genau, also diese Aussagen haben wir alle von einem Truma-Techniker, der diese Heizung regelmäßig repariert bekommen. Und die haben halt auch gesucht, woran liegt das eigentlich, dass diese Brennkammern kaputt gehen. Und die haben halt herausgefunden, dass dort halt dieses
Additiv zugegeben wird, und das mag die Truma Dieselheizung mal gar nicht so gut. Also mal gar nicht so gerne, so wollte ich sagen. Genau, bei diesem Fehler war es nur bei dieser PSA-Gruppe. Genau, die anderen Additive laut Truma ist nicht das Problem von Liqui Moly. Da haben sie keine schlechten Erfahrungen gehabt, und auch bei dem Premium Diesel haben sie keine schlechten Erfahrungen gehabt. Weil das so dieses flüssig ist und dieses Wachszeug. Genau. Das Wachszeug soll wohl diese Probleme. Da gibt es halt keine Rückstände, und das ist genau das Problem, weil die Rückstände, die sind halt dabei das Problem und verursachen dann halt diese Schäden. Nach einer gewissen Zeit, so schnell ist das auch nicht, aber das kann halt so nach 2 Jahren kann das halt passieren, und dann seid ihr raus aus der Garantie und dürft halt selber die Brennkammer bezahlen, und das wäre ja auch blöde. Ja, war ein Schock für uns, wo wir gesagt haben, was ist denn die nächste Baustelle, aber wir hoffen, wir können euch da weit informieren. Jetzt gibt es noch ein bisschen was weiter zu erzählen. Ne, es ist halt ein langes Video, aber Fazit viele, und auch vielleicht Benzinmotoren mal ganz kurz angeschnitten. Und genau. Ja, wir kommen noch zu so einem Deal, den man abschließen kann. Das kommen wir auch noch, genau, vielleicht vorweg. Das machen wir vielleicht jetzt, genau. Kommen wir jetzt zu diesem Deal, den wir schon seit ein paar Videos immer wieder in unseren Videos erzählen. Und da muss man mal schauen, also es kann sein, dass euch auch was eingeblendet wird bezüglich, wie man da genau tankt, weil eigentlich muss man euch nicht erklären, wie man tankt, das wisst ihr schon. Auf jeden Fall gibt es bei Shell den sogenannten V-Power Deal. Wichtig, um diesen Deal zu machen, müsst ihr die Club-Smart-Karte haben, also ihr müsst da diesen Club-Mitgliedschaft haben, und erst 2-3 Tage später könnt ihr diesen Smart Deal, also diesen V-Power Deal abschließen. Die Clubkarte ist kostenlos. Genau, Clubkarte ist kostenlos. Hört ihr aus dem Off. Also da habt ihr keine Sonderkosten. Das Gute ist, bei dem V-Power Deal gilt für Diesel wie auch gleichzeitig Benzin. Also wenn ihr 2 Fahrzeuge habt, umso besser, weil dann könnte es auch sein. Aber was genau beinhaltet dieser Deal überhaupt? Ihr könnt für 1800 Liter diesen V-Power Diesel tanken, also den teureren Sprit, bezahlt aber nur den normalen Dieselpreis. Den aktuellen des Tages. Genau, also das ist hoffentlich klar. Genau. Und was kostet das, so ein Deal abzuschließen? 120 Euro im Jahr. Wir haben das einfach mal durchgerechnet. Das lohnt sich ab dem, also wenn er zwischen dem normalen Dieselpreis und den V-Power-Preis 22 Cent Unterschied sind, können wir sagen, ab der 8. Volltankung habt ihr den Preis raus. Und dann bezahlt ihr eigentlich immer nur den normalen Dieselpreis und habt diese Additive drin. Also ein absolut cooler Deal. Leider hat Aral den nicht. Sonst würden wir euch den natürlich auch sagen, was da Tolles gibt. Wir konnten zumindest nichts finden. Wenn ihr da was findet, wenn ihr sagt, Moment, die anderen haben auch solche coolen Deals, ab runter in der Beschreibung, weil davon können wir alle nur profitieren. Wir müssen dazu sagen, wie gesagt, unsere Tankstelle, wo wir immer dran vorbeifahren, wenn wir einkaufen fahren oder wenn wir halt losfahren, das ist eine Shell-Tankstelle, die hat diesen V-Power, deshalb haben wir diesen V-Power-Deal abgeschlossen. Also absolut cooles Ding. Genau, und das Tanken ist über die App ganz normal möglich und ist sozusagen auch direkt zu bezahlen via App. Das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Das können wir euch jetzt hier mal einblenden. Also ihr fahrt einfach an die Tankstelle, dann drückt ihr halt auf die, dass ihr jetzt tanken wollt. Dann wählt ihr noch die Säule aus. Dann habt ihr im Prinzip noch einmal kurz, dass ihr die Zahlung bestätigen müsst. Wir machen das hier via Apple Pay. Und dann könnt ihr bis zu 100 Euro erstmal tanken. Dann stoppt das Gerät sozusagen, also die Zapfsäule. Ihr könnt also dann im Prinzip die Zapfsäule in die Hand nehmen, einfach tanken, und wenn ihr fertig seid, hängt ihr einfach den Tankrüssel wieder ein in die Zapf, also in die Zapfstelle sozusagen, in die Tankvorrichtung, und dann steht noch der Preis kurz, und kurze Nacht später ist im Prinzip 0,0 wieder an der Zapfsäule, wie ihr das jetzt hier auch seht. Ja, und schon ist das Ganze erledigt und ihr könnt sofort weiterfahren. Die Quittung kommt euch direkt per E-Mail, also auch eine coole Sache, geht wirklich ganz einfach und sehr schnell und ja, ist kontaktlos sozusagen, ne? Also der V-Power Deal, wirklich coole Sache,
Also deshalb haben wir das abgeschlossen. Wie gesagt, Schwiegereltern, meine Schwiegereltern, deine Eltern, genau, haben das entsprechend jetzt auch abgeschlossen. Ja. Weil einfach dort, und dort ist genau die Sache, 1800 Liter, das sind ungefähr... Ja, also bis knapp 20.000 Kilometer. Klar, wenn ihr da drüber habt, ihr die Möglichkeit, einen nächstgrößeren Deal abzuschließen. Ich glaube, der kostet 250 Euro. Wir können euch das mal kurz einblenden, welche Deals es gibt, auch was Monatliches. Da muss jeder sich das so ein bisschen selber raussuchen. Genau, auf jeden Fall können wir sagen, da ist es bei dieser V-Power Deal, wie gesagt, einmal für das Diesel und auch halt für normal Benzin gilt, weil bei Benzin kann es ja auch zu Problemen führen. Da gibt es ja dieses E10. Genau, und es kommt bei diesem E10 oftmals bei den Benzinmotoren zu mehr Verkokungen, die dann im Prinzip das Verbrennen und die Luftansaugung wiederum ein bisschen schlechter machen. Und die Additive in diesem Premium Diesel oder halt das geringere Anteil an Ethanol, also an sozusagen auch Biosprit im Benzin, die sorgen halt dafür, dass das ein bisschen sauberer verbrennt. Eine Sache noch, Achtung, die Additive, die wir jetzt hier gezeigt haben, sind nur für den Diesel gedacht. Es gibt spezielle Additive, die auch für den Benzin. Informiert euch dort bei Liquimolli, die haben eine tolle Seite. Dort könnt ihr das alles nachlesen, was genau für euer Motor geeignet ist und was nicht. Das solltet ihr auf jeden Fall dann natürlich beachten. Nicht, dass ihr da irgendwelches Dieseladditiv für Benzin mit reinschüttet, das ist natürlich gar nicht gut. Genau, und jetzt bringe ich ihn gleich durcheinander, weil ich natürlich nochmal im Gedankengang habe, weil wir euch ja von der PSA-Gruppe was erzählt haben. Ihr wisst, Dieselheizungen in den Kastenwagen, in den Wohnmobilen, die qualmen mal gerne, qualmen ganz gerne. Und auch da könnte man vielleicht etwas Gutes für diese Dieselheizung tun. Genau, also für uns heißt das, das ist jetzt auch so ein bisschen das Fazit, für uns heißt das, wir tanken erstmal diese Premium-Kraftstoffe, werden im Prinzip versuchen, so wenig Bioanteile wie möglich im Diesel zu haben. Das tut unserer Heizung dann dementsprechend auch ganz gut. Die hat sich da jetzt auch über die Zeit richtig gut freigebrannt. Also bei uns qualmt gar nichts mehr. Das ist... sichtbar von außen auf jeden Fall ruhig, klar, natürlich riecht die nach Diesel, das ist weiterhin so, das ist auch klar, es ist schließlich eine Dieselheizung. Gibt es etwas mit Veilchenduft? Nein, so. Sowas gibt es natürlich nicht, also weiterhin die Gerüche sind natürlich weiterhin da, aber das Qualmen bei uns ist auf jeden Fall gar nicht mehr vorhanden, also wir hatten mal zwischendurch das Qualmen, aber seitdem wir das Zeug haben, haben wir die ordentlich freigebrannt und da war auch nichts mehr drin. Also wie gesagt, die Brennkammer ist ziemlich gut geschützt dadurch oder schützt sich ein bisschen besser dadurch. Wir werden das jetzt erstmal weiter ausprobieren und werden das so weiter tanken. Und die Norm, die halt auch die Fahrzeuge haben müssen, diese 500 E590, die ist damit auch erfüllt. Das ist also nichts anderes. Das ist also auch nach der Norm, nach der Reinheit, wie auch der normale Diesel, der ist natürlich auch zugelassen für diese Fahrzeuge. Aber... wenn ihr dann im Prinzip in der Werkstatt seid und ihr habt diese Dieselpest, dann wird eure Werkstatt wie bei uns natürlich sagen, ja, aber wir können doch nichts dafür tun, was der Kunde sozusagen tankt. Wenn der halt so eine Dieselpest drin hat, können wir doch nicht dann den Motor dann wieder reparieren. Das geht ja nicht. Verständlicherweise ist das natürlich auch klar. Also wollen wir das umgehen, wenn wir wieder einen Schaden haben, dass wir zumindest keine Dieselpest mehr drin haben. Es lohnt sich auf jeden Fall ab und zu mal, gerade wenn der Wagen länger steht, vielleicht wirklich die Dieselpumpe, die ist ja in der Regel hier unten, ne? Genau, direkt neben dem Beifahrer. Dass ihr da wirklich mal das Ding aufmacht, alles gut auslegen, Stefan hat es ja mal in einem der Videos erzählt, guckt da einfach mal rein und dann wirklich, wenn ihr was mitbekommt, wenn ihr Creme Brûlée da drin seht, dann nutzt bitte so ein Mittel, ob es von Liquimolli ist oder von wem auch immer, aber so ein Antibakterien-Dieselalitiv, damit euch so ein Schaden nicht passiert. Ob es nun die 10.000 Euro, ob es 15, 20 oder 32.000 Euro, das ist alles viel zu viel Geld und ich glaube, es ist viel schöner, da auf Reisen zu gehen, als das alles in so ein Fahrzeug nochmal reinzustecken. Genau, ich wollte noch eine Sache sagen, denn ich hatte bei den Autodoktoren, die gucke ich natürlich auch immer mal wieder. Immer noch, obwohl sie uns nicht helfen wollten. Gut, ist halt so, was gesehen, denn die haben nochmal was zu E10 gesagt in einem ihrer Videos. Dieser E10 Sprit für Benzin, der macht das Öl, also das Additiv des Öls, das ist sozusagen diese Konsistenz und so weiter, eher kaputt, denn das Ethanol geht an den Wänden, wenn er kalt ist, einfach dran vorbei und mischt sich dem Öl dazu.
dieses Additiv, wenn das kaputt ist im Öl, habt ihr nicht mehr eine optimale Schmierung. Das bedeutet also, dass Motorschäden auch vorprogrammiert sein können. Und was nämlich auch bei vielen Fahrzeugen so ist, es gibt ja einige Fahrzeuge, wo der Zahnriemen mittlerweile im Öl gelagert ist. Und wenn es dort E10 getankt wird und die Additive sind nicht mehr so, wie sie sein müssen oder sollen, dann geht dieser Zahnriemen schneller kaputt. Ihr habt dann ein Reißen des Zahnriemens. Und was passiert, wenn der Zahnriemen reißt? Die Kolben und die Ventile schlagen aufeinander. Totalschaden des Motors, ihr braucht einen neuen Motor. Also passt da auf jeden Fall auf. Nicht jeder Wagen ist so cool geeignet für dieses Zeug, auch wenn es von den Herstellern her kein Problem ist. Ich wäre aber bei solchen Sachen dann doch jetzt mittlerweile durch dieses Ganze, was wir erlebt haben, ein bisschen vorsichtiger. Aber muss jeder selbst wissen, wenn ihr weiter solche Sachen tankt, natürlich ist das ja auch zugelassen. Kommt es zu Schäden, muss man halt dann gucken in den Einzelfällen, ob man Hilfe bekommt oder nicht, wie das dann weitergeht mit Garantie oder nicht. Und das ist halt für jeden selbst überlassen. Wie hast du es gerade so schön gesagt? Wir haben eigentlich jetzt alles gesagt, was wir sagen wollten. Genau, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wenn dann, wie gesagt, konstruktive Dinge in die Kommentare rein, das hilft uns allen, es hilft euch allen Abonnenten, allen Zuschauern, wie auch immer, uns natürlich auch, weil wir nochmal nachlesen können, aber es ist halt auch sehr, sehr viel Information und sehr, sehr viel, was ich bisher gelesen habe, also es kann halt das ein oder andere natürlich auch schnell vergessen sein. Genau, aber in diesem Sinne, ihr habt jetzt eigentlich einmal kompakt alles, welchen Deal könnt ihr abschließen, was könnt ihr entsprechend hier machen, was könnt ihr reingeben, wie könnt ihr Heizungen schonen und wie gesagt, bei welchen Fahrzeugen könnte es nicht vorkommen und genau, so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben alles Wichtige drin, immer noch nicht, weil er hat immer noch einen Finger oben. Ja, Dieselheizung natürlich trotzdem weiter frei brennen. Ja, das auf jeden Fall machen. Ja, und wie gesagt, es ist ein Langzeittest jetzt auf jeden Fall. Wir werden gerade dieses Mittel nicht mehr so oft reinmachen, weil eigentlich der Tank sollte gereinigt sein. Natürlich werden wir das prüfen. Ja. Das wird in Einsatz kommen, wenn wir mal zu einer Tanke fahren, wo wir kein Ultimate kriegen oder halt das Repower. Da kommt das mit rein. Also wir werden euch da auf jeden Fall berichten, wenn es was zu berichten dazu gibt. Genau, auch generell werden wir wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder Vierteljahr nochmal wirklich gucken, was hat sich getan, ist alles noch in Ordnung und so weiter. Also wenn das Wetter mal richtig schön warm ist und nicht draußen Schnee liegt. Ja, richtig. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. PS, passt auf eure Fahrzeuge auf und viel Erfolg und auf jeden Fall bitte keine Schäden am besten. Das wollte ich noch dazu sagen. Hat er jetzt gesagt.